Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit der, wo sind wir, 59. glaube ich, Folge von Barlo spielt. Nicht nur glaube ich, sondern wir sind tatsächlich bei der 59. Folge von Barlo spielt. Ich habe meine Waffen mal wieder gewechselt auf Star Metal Kukri. Und, ja, das war eigentlich schon die einzige besondere Änderung, die ich gemacht habe. Ich habe überlegt, ob ich den Piranhado wieder reinnehmen soll, weil ich die Variante ganz lustig fand, also ohne die Frösche, ohne die Kröten und so zu spielen. Oh. Hab's aber nicht gemacht. Ich habe den Krötenregen drin behalten, falls ich mal irgendwie wieder mal in so einen Rift komme, wo ich Türen oder so kaputt machen muss. Da ist das praktischer. Denn zum Damage-Dealen selbst sind sie halt, naja, ich will nicht sagen überflüssig, aber halt nicht besonders gut, sagen wir es mal so. Oh. Bäume. Elite-Bäume. Ich finde es immer lustig, wenn die Bäume Feuerketten haben. Und ich bin immer noch im Trauma, nicht ganz im Trauma, aber so Spiele wie das gestern, das Fußballspiel gestern zwischen Deutschland und Algerien, die kosten einen echt Jahre, kosten mich echt Jahre meines Lebens, habe ich immer das Gefühl. Aber gewonnen ist gewonnen und das ist gut. Aber es gab gestern echt, also richtig viele Themen am Rande des Spiels. Ne? Zum einen Neuer, unsere falsche Eins, der gespielt hat wie ein Irrer, aber trotzdem nicht Man of the Match geworden ist. Aber ich glaube, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die neutralen Fans immer dem Underdog die Daumen drücken. Und man muss sagen, der Torwart, der Algerier hat nun auch nicht schlecht gehalten. Also, wie viele Schüsse waren es, bis Deutschland das erste Tor gemacht hat? 22 oder so. Und ein paar Sachen hat er von der Linie gekratzt. Zugegebenermaßen, es sah so aus, als wäre eine Menge auch relativ nah auf den Körper oder also auf den Körper gekommen. Aber trotzdem. Gehalten ist gehalten und deshalb ist er Man of the Match geworden. Dann gab es irgendwie einen riesen Jubelsturm schon fast, als Mertesacker sein Interview gegeben hat. Wobei ich sagen muss, also ich habe neulich erst einen Bericht gesehen, wo sich die Leute beschwert haben, dass ARD und ZDF eine Hofberichterstattung machen und keine kritischen Fragen stellen. Dann stellen sie kritische Fragen und alle sagen, ha, richtig so, dass er sich aufregt und pampig antwortet. Also so wie man es macht, macht man es falsch. Ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Eins muss ich aber mal sagen, ich fand nicht, dass es dumme Fragen waren. Also ich glaube, die Frage war sinngemäß, ihr mögt mich korrigieren, ihr werdet die Szene bestimmt auch noch mal raussuchen können, warum die deutsche Mannschaft nicht ins Spiel gefunden hat, glaube ich, war die Frage. Oder so eine Art auf jeden Fall. Und die ist berechtigt. Also alle Kommentare, die ich bis dahin oder zumindest auf jeden Fall bis zur Halbzeit, eigentlich aber auch bis zur 90. Minute gesehen habe, alle Kommentare in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort waren, was ist mit der deutschen Mannschaft los? Da geht ja gar nichts. Und das war auch mein, also auch das, so wie ich das Spiel gesehen habe. Die deutsche Mannschaft hat bis dahin irgendwie nichts hinbekommen. Und das muss man eigentlich auch mal fragen dürfen, warum das so ist. Klar, auf der anderen Seite kann ich Merte verstehen. Der sagt, was wollt ihr eigentlich, ihr habt doch gewonnen. Ja, Neuer war ein Riesenthema. Wir haben den Algerien-Fluch besiegt. Dass zumindest die westdeutsche Mannschaft, damals war es ja noch die westdeutsche Mannschaft, nie ein Spiel gegen Algerien gewonnen hat, bis dahin. Die DDR hat es aber, glaube ich. Die haben, glaube ich, auch, weiß gar nicht genau, was, wie sie da gespielt hatten. Sie haben auf jeden Fall gewonnen und ich glaube auch unentschieden gespielt gegen Algerien. Also, dass das funktioniert. Und ansonsten gab es viel Aufregung über Löw, aber da sind Bäume mit Feuerketten. Sehr schön. Ihr lieben Bäume. Glaubt ihr, das ist wirklich schlau? Aber die Aufregung über Löw oder über Trainer gibt es ja eigentlich immer. Also wann immer Deutschland nicht Welt- bzw. Europameister wird, muss der Trainer was falsch gemacht haben. Wobei ich sagen muss, diesmal kann ich zumindest zum Teil noch verstehen, weil diese 4-Innenverteidiger-Variante sich mir bis jetzt nicht richtig erschlossen hat. Gegen Portugal hat es funktioniert, okay, ohne Frage. Gegen USA war das Spiel auch nicht schlecht. Aber die Leistung der beiden Spieler auf der jeweiligen Position war nicht großartig, sagen wir es mal so. Ich weiß nur nicht, ob die Idee grundsätzlich schlecht ist
oder ob einfach die Leistungen von Mertesacker und Höwe das nur nicht so entsprechend gut waren, wie Löw sich das vorgestellt hat. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, als ob wir einen schlechten rechten Verteidiger hätten mit Lahm. Vor allem, wenn wir nur mit einem defensiven Mittelfeldspieler spielen, was wahlweise, in der Theorie zumindest, wahlweise Khedira oder Schweinsteiger auf jeden Fall schon gespielt haben und spielen können. Für den Fall, dass man sagt, ja, aber Schweinsteiger und Khedira sind vielleicht noch nicht hundertprozentig fit und deshalb machen wir das so. Kann sein. Ich meine, Schweini musste gestern auch raus mit Krampf oder was weiß ich was. Was er da hatte. Also, keine Ahnung, ob das der Grundgedanke dahinter ist, aber es ist ja immer eine Nation von Bundestrainern, wenn es nicht so läuft. Wobei wir sagen, also wieder, wir jammern da auf hohem Niveau. Andere Nationen jammern darüber, dass es bei denen nicht so läuft, wenn sie rausgeflogen sind. Wir jammern darüber, dass es nicht so läuft, wenn wir weiterkommen. Oh, ich sehe es noch und denke mir, ich muss ein bisschen zur Seite gehen. Mach's aber nicht. War gar nicht mal so schlau. Aber der Anspruch ist auch, also für mich ist der Anspruch auch immer ein falscher zu glauben, dass ein gutes Team die Weltmeisterschaft gewinnen muss. Auch selbst, dass das beste Team die Weltmeisterschaft gewinnt, halte ich für nicht richtig. Weil es einfach, auch wenn Experten sowas immer nicht sich eingestehen wollen, aber es gehört einfach auch mal eine Menge Glück dazu. Wenn du gegen Mannschaften von der Qualität von in diesem Jahr nicht, aber normalerweise Spanien spielst, in diesem Jahr vielleicht Frankreich, Brasilien oder Holland, dann ist das ja nicht so, als ob das ein Selbstläufer wäre, selbst wenn deine Mannschaft auf dem Papier, in Anführungsstrichen, ein bisschen stärker ist. Oder auch Argentinien. Normalerweise halt eigentlich auch noch England und Italien. Und dann ist halt, also der Weltcup, also die Weltmeisterschaft, ist halt auch ein hohes Maß zufallsabhängig. Wenn ich mal überlege, 2002 war unser Weg ins Finale Paraguay, USA und Südkorea. Und 2010 wäre es gewesen, wir sind ja nicht ins Finale gekommen, also Deutschland ist nicht ins Finale gekommen, ich sag immer wir, sind nicht ins Finale gekommen und der Weg ins Finale war England, Argentinien und Spanien. Also, dass die Mannschaften, dass dieser Spielplan nicht dasselbe Niveau hat und es dementsprechend wenig darüber aussagt, ob jetzt die Mannschaft von 2010 oder 2002 stärker war, sollte eigentlich jedem klar sein. Es gibt halt noch mehr krasse Anekdoten, wenn ich überlege, dass im Jahr 1990 war Holland einer der Mitfavoriten. Deutschland musste gegen Holland im Achtelfinale spielen. Holland war zu dem Zeitpunkt amtierender Europameister, hatten in Deutschland die Europameisterschaft geholt und trafen schon im Achtelfinale auf Deutschland, die Holländer. Warum? Weil sie gelost wurden gegen uns. In der Punkte gab es Gruppen- und Torgleichheit zwischen, ich glaube, zwei oder drei Mannschaften, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann hat das Los entschieden über die Platzierung und uns ist Holland zugelost worden. Ich glaube, die andere Mannschaft wäre Irland gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und dass es einen kleinen Unterschied macht, ob du, ich sag jetzt einfach mal, Irland oder Holland als nächsten Gegner hast, sollte auch jedem klar sein. Ich glaube, wenn man wirklich, also, das, aber das ist ja, also ich sag jetzt nicht, dass ich das scheiße finde, im Gegenteil, es macht ja viel an Spannungsfaktor aus, dass es eben auch mal so Paarungen gibt, die man vielleicht in der Form nicht erwartet hätte. Aber um das zu verhindern, müsste man mit einem kompletten Setzbaum arbeiten, wo Mannschaften gesetzt wären, zum Beispiel nach ihrer FIFA-Ranglistenposition, wobei die wiederum aufgebläht ist, zum Beispiel durch den Gold Cup, weil der alles ist quasi die Kontinentalmeisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet und die Ergebnisse von Pflichtspielen werden halt höher gewertet als die von Freundschaftsspielen. Und wer auch immer das Ding gewinnt, hat natürlich ein hohes Maß an Pflichtspielen und damit auch Siegen, sonst wird es ja nicht gewinnen, die FIFA-Rangliste positiv zu seinen Gunsten verändern. Ich fände es auf jeden Fall mal interessant. Also, wenn ich mir einen interessanten Modus ausdenken dürfte für die WM, dann würde ich sagen, wir machen eine Weltmeisterschaft mit Setzlisten, kompletten Setzlisten, sodass die Nummer 1 und die 2 der Setzliste zum Beispiel nicht im gleichen Baum sind, machen komplette K.O.-Runde und spielen die ersten 3 Runden Doppel-K.O. wie in der Champions League. Vielleicht auch die ersten 4. Fände ich mal interessant. Da könnte man auf jeden Fall eher sicherstellen, dass die bessere Mannschaft sich oder die besten Mannschaften sich durchsetzen und nicht ganz so viel Zufall drin haben, wenn wir das wollen.
Naja, aber ich denke, es wird trotzdem so sein, sollte Deutschland gegen Frankreich oder halt auch später, Halbfinale ist Brasilien, Finale könnte Holland sein, ausscheiden wird es dann wieder heißen, Löw muss weg, der hat keine Ahnung, der ist so schlecht, wir brauchen einen anderen Trainer. Egal welcher Trainer danach kommt, bei ihm wird es dasselbe heißen, sobald Deutschland dann wieder rausfliegt bei einem großen Turnier. Und wir jammern wirklich, also wirklich auf extrem hohem Niveau, nochmal abgesehen davon, weil Deutschland in den letzten 16 Weltmeisterschaften immer die Runde der letzten 8 mindestens erreicht hat. So, ist das Mojo besser als mein Mojo? Es ist nicht wirklich viel besser als mein Mojo und es hat leider Gottes nicht Fetisch-Army-Damage drauf, was ich im Moment nicht wirklich gut gebrauchen kann. Schade. Behalte ich es nicht. Es hat auch keine Cooldown-Reduction drauf. Naja, das lohnt sich nicht. Was haben wir hier? Einen Ring. Manard Heal. Na, der ist leider Gottes gar nichts Besonderes. Na dann, dann können wir hier ja zumachen. Fragen, Antworten gibt's ab morgen wieder. Es tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, es sei mir verziehen, aber ich kann mir ja nicht wirklich selber verzeihen. Egal. Gibt's ab morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn ihr keine Fußballfans seid. Manchmal wisst ihr ja, mittlerweile muss ich einfach darüber reden. Bis dahin, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.